Grüezi miteinander. Ich wollte euch heute einen Kühlschrank vorstellen, den wir auf Mass bauen. Der Kühlschrank kommt in einen Panzer bzw. in einen Truppentransporter von der Kraus Waffei Wegmann. In Deutschland eher bekannt unter dem Namen Dingo. Wir haben relativ klein. Das Anforderungsprofil ist eine 0,5 Liter Flasche, die wir so reinbringen. Plus Türen. Hier fehlt noch die Front und der Verschluss. Weiter ist an dem Kühlschrank komplett aus Chromstahl. Hat eine Kühlleistung, die bei plus 50 Grad Aussentemperatur noch immer 5 Grad erreichen sollte. Hier vorne dran kommt nachher vom Hersteller des Fahrzeugs ein Display hin, wo wir die Temperatur sehen, die Temperatur können einstellen. Weiteres Anforderungsprofil an den Kühlschrank ist, unter dem Fahrzeug muss eine Panzermine gesprengt werden können von 8 Tonnen, 8 Kilo TNT und im Kühlschrank sollte nichts passieren. Weiter 50 Meter neben dem Fahrzeug sollte auch 50 Kilo TNT gesprengt werden. Und das sollte es aushalten. Also der Kühlschrank ist relativ stabil gebaut. Ihr seht zwar, da oben bewegt es sich, aber hier wird noch massiv verstreckt. Plus ein Deckel drauf. Das kommt aber wiederum vom Fahrzeughersteller. Der Kühlschrank ist nicht gross. Wir sehen es. Das ist eine 1,5 Liter Evian Flasche. Das ist das Mass, das rein sollte. Wenn Sie Fragen haben zu weiteren Sonderbauten, Kühlschränke auf Mass, fragen Sie ruhig an. Auf Wiederhören!